Na gut, letztes Mal lief es ganz anders als erwartet. Eigentlich wollte ich ja recht weit kommen, aber jetzt haben wir nur tierisch viel Gold gemacht. Was aber auch vollkommen okay ist. Also, wir hätten gerne keinen Lich Queen, der aussieht wie ein Basketballspieler. Kein Lich Queen, der auf dem Kopf steht. Und auch nicht unbedingt ein Spelunker. Nö, select. Archmage, Spelunker, Paladin. Gegner werden nicht weggeschubst werden. Das ist nicht gut. Ich glaube, dann nehme ich lieber einen Spelunker, versuche ganz kurz ein bisschen Geld zu machen und sterbe dann. 153.000. Wir wollten eigentlich die Sache ja auch noch steigern, ne? Also Int und Mana ab. Aber das wollte ich schon lange mal machen. So, jetzt haben wir genug Stärke. Mehr Rüstung wäre auch noch ganz schick. Also ja, es wäre alles ganz schick. Aber ich will jetzt die Sachen so steigern, dass ich mit Paladin und Barbara es schaffen kann, den ganzen Dungeon zu clearen. Das war ja immer so meine Herausforderung, bevor wir in den nächsten Modus gehen wollen. Und das würde ich gerne demnächst machen. Also mache ich das so. So. Ändern wir die Blutruhen? Ja, ne? Nee, tun wir nicht, weil wir haben nicht besonders viele Lebenspunkte. Sonst schaffen wir nur ein, zwei Räume und sind gleich tot. Das wäre doof. Also. 20.000 Gold wäre ganz schön. Nein, ich wollte nur das Ding da aufheben. So. Weg. Hier war eben nur. Oh, kritisch. Sehr schön. Au. Ich wollte dich nur aufmachen. Ah, ich hab ziemlich Glück mit denen. Wow. Okay, weg. Hallo. Du bist die bessere Alternative. Als. Ja. Warte mal. Und jetzt beißt es mich in den Arsch, dass ich keinen Int und Mana abgenommen habe. Wow. Oh, geht selbst so ganz gut. 6.500 haben wir schon mal. Und tot. Ja, nö. Nö. Gib mir bitte einen Barbar oder Paladin. Gegner werden nicht weggeschubst. Das will ich nicht haben. Und der pupst. Das will ich auch nicht haben. Lich King will ich auch nicht. Oh, kriegt MP wieder. Irr. Ist kurzsichtig. Und ein Drache. Drachen sind nicht toll. Boah, wollen wir es echt versuchen? Also Barbar heißt, wir werden lange spielen. Mindestens zweieinhalb Folgen. Und das Ganze kurzsichtig. Ich glaube, ich habe erst ein bisschen Spaß mit dem Assassin hier und dann passt das schon. Also wir hätten gern mehr Mana. Mit dem Assassin dürfen wir wenigstens ein bisschen Gold zusammenkriegen, weil wir halt die schöne Schattenfertigkeit haben. Und danach habe ich dann hoffentlich Glück mit einem Charakter, der mir eher liegt. Also am liebsten hätte ich einen Barbar, der groß ist, also ein längeres Schwert hat. Okay. Au. Oh. Großes, ein längeres Schwert hat dadurch. Und als Zweitfertigkeit. OCD ist schön. Also, dass er Mana wieder bekommt, wenn er Sachen kaputt haut. Oh. Ja, das nicht zurückschubsen ist echt nervig. Also, OCD wäre schön wegen Mana zurück. Oder sonst. Kein Fußpuls ist auch schön.
sonst wüsste ich so ad hoc nicht wirklich, was ich haben wollen würde. So, ein Assassin läuft echt schick. Also dafür, dass wir keine Runen umgeskillt haben, kein bisschen angepasst und einfach eigentlich damit gerechnet haben, dass wir gleich sterben, läuft es echt schick. Hallo. Das ist so geil, die Schattenfertigkeit. Hahaha. Au. Aber ja. Nicht zurückschubsen. Negiert alle Tollheit von dem Schattendings. Aber damit kann ich nicht umgehen. Wenn ich mit was nicht umgehen kann, heißt das, ich sterbe schneller. Schaden kann man echt nicht meckern. Oh. So. Pusche. Pusche. 7500 Gold. Oh, fast hätte ich deinen Helm erwischt. Au. Oh. Genau reingesprungen. Oh, okay. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Komm schon. Das ist richtig, richtig nervig mit dem Nicht-Schuldkupsen. Weil die kommen dadurch ja immer näher. Also man muss sie umbringen, wenn sie sich nicht bewegen und blub. Hm. Na gut. Ihr beiden müsst auch noch mit. Ihr müsst doch meinen Paladin und meinen Barbaren finanzieren. Dass er schön Max-Fertigkeiten hat. So Max-Lebenspunkte, Max-Rüstung. Hätte schon was. Au, Cheater-Magier. Sehr schön. 13.000 Gold. Oh, 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 oh. Mhm. Weg, 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 weg. Oh. Lebenspunkte halten sich immer bei 50% rum. Hallo, bye bye. Zing. Sehr schön. Und das alles mit nur 604 Lebenspunkten. Der Barbar hatte so als netten Unterschied mal eben 1200 sowie noch. Zing. Das Pferd erwische ich nicht, ne? Au, aber es erwischt mich. Geh mal weg hier. Oh, 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 oh. Wo kommst du näher? Au. Geh weg. Komm her. Okay. Wir nähern uns der 20... Ja. Du bist gemein. Wir nähern uns der 20.000 und haben die 20.000. Das heißt, wir könnten uns jetzt zweimal Lebenspunkte oder so holen. Oder halt Int für mehr Schild benutzen, mehr Barbaren schreien. Was ja auch ganz praktisch sein kann. Nur halt Int brauchen beide nicht. Also weder Paladin noch Barbar, richtig? Weil stärker schreien und schneller das Schild hochheben gibt's nicht durch Int. Kein Schaden nehmen. Gut, dass wir Dreifachsprung haben. Sauber. Mana plus 5. Okay. Nach rechts und runter. Hier. Ist verdächtig ruhig in dem Raum. Es sind bestimmt Stacheln unten. Oh, genau. Bring dich selber um. Das ist schön. Oh, nicht. Auch bei Schleim ist es sehr nervig, nicht wegschubsen zu können. Weil da arbeitet man ja richtig damit. Die springen einen hier an, dann macht man einmal so. Dann werden sie getroffen und fluppen wieder nach hinten.
wenn sie nicht nach hinten fluppen, ist das Ganze irgendwie bäh. So. Rüber. Gucken wir erstmal nach rechts. Und volle Lebenspunkte. Oh, du bist ja echt. Ja, aber volle Lebenspunkte, volle Mana, 30.000 Gold. Kann man echt nicht meckern. Sollte öfters ein Assassin spielen. Wahrscheinlich rede ich mehr. Oh. Das ist doch der Raum, wo wir eben gerade schon waren, oder? Warum ist da jetzt so viel Zeug? Okay. Sehr schön. Manchmal habe ich auch echt gute Tage. Manchmal. Oh. Oh. Okay, Schatten. Schattenmodus an, schnell. Oh, 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 oh. Zing. Oh, böse Keule. 30.000. Dee. Warte mal. Ich mag den Assassin. Sehr schön. So. Ja. Das war gemein. Und dem Fußsohle erwischt. Ja. Also nicht die Länge eines Barbars oder Paladins, aber trotzdem wacker geschlagen, würde ich sagen. So, jetzt aber. Gib mir keinen Drachen, keinen Archmage, keine Okake. Select. Barbar, Basketballspieler. Und damit keine zweite sehr gute Fähigkeit einfiel, keine bekommen. Paladin, den ich auch nicht zaubern kann und schnell sich bewegt. Nee. Sofalord der Vierte. Sir Sofalord der Vierte. Du wirst derjenige sein, der den Dungeon cleart für New Game +++. Hoffentlich. Confirm. 35.000. So, was hättest du denn gerne? Mehr Lebenspunkte. Weil es bei dir ja gleich doppelt so viel bringt. Mehr Rüstung wäre wahrscheinlich auch ganz nett. Tod widerstehen. Oh, das wäre schick, aber das... 15%. Ist gar nicht so wenig später. Aber nee, ich baue lieber auf sichere Sachen. Das ist so ähnlich wie Crit-Chance und Crit... Was weiß ich. Crits kann ich nicht mitrechnen. Angriffskraft und Lebenspunkte kann ich mitrechnen. Immer. Das wird nicht plötzlich weniger. Außer wir getroffen. Kling, 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 kling. 4.400. Dafür können wir uns nichts kaufen. Schade. So, und wir sind richtig groß. Richtig groß. Sehr schön. Töten. Aber so wirklich gutes Gefühl bei dem Helden habe ich noch nicht. Das wird sich hoffentlich bald ändern, wenn ich mit der riesen Reichweite des Schwertes einfach alles nieder... Nee. Seine Reichweite ist länger. Genau. So. Also wirklich viel merken von dem... 10 Punkte mehr Angriffskraft tue ich jetzt so nicht. Aber okay. Ja, dreimal zuhauen bei so einem doofen Dödel hier. Nicht so. Ah, oder einmal, wenn man Glück hat. Du hast eine längere Reichweite, ich weiß, aber ich bin schneller. Du bist ein Cheater-Magier? Nein. Erstmal den Mischen kurz. Ja. Jo. Sehr gut. Erstmal aufräumen. Zing, zing. Ja, die Mana-Flasche lasse ich mal da. Das müsste hinhauen. Wow. Kannst mich da runterhauen. Das sind zu viele Dunenwasser, die ich jetzt freigelassen habe, richtig?
sind definitiv schon mal zu viele Projektile.